Hallo, meine lieben Skorpiongeborenen. Ich begrüße euch hier zu eurer Frühlingslegung für das Jahr 2023. Wir wollen schauen, was denn hier für all diejenigen wichtig werden könnte, die in ihrem Sonnen-, Mond-, Mars-, Venus- oder Aszendentenzeichen die Skorpionenergie haben. Ich schaue auf jeden Bereich, der sich hier zeigen möchte. Ich gehe in den großen Legungen immer von der weiblichen Hauptperson aus, egal ob du als Zuschauer männlich oder weiblich bist, du münzt dir das dann bitte einfach um. Und ihr bedenkt bitte auch, dass es immer Kollektivenergien sind. Das heißt, die Legung kann, muss aber nicht mit euch in Resonanz gehen. So, ihr Lieben, ich würde auch gleich anfangen. Du selber als weibliche Hauptperson liegst mir hier momentan im Haus 20. Das Haus 20 ist das Haus der Öffentlichkeit. Das heißt, es kann gut sein, dass du in das Frühjahr startest oder gestartet bist. Wir haben jetzt schon das Frühjahr. Und dich hier ganz viel mit dem Thema Öffentlichkeit auseinandersetzt oder viel unterwegs bist oder halt auch, das ist viel um das Thema Kunden, Geschäfts-, also Kundenkreis, Geschäftspartner etc. geht, Kollegen, wie auch immer, also dass du dich viel mit dem Thema deiner Mitmenschen beschäftigst und je nachdem, in welchem beruflichen Status du bist, kann es hier aber auch ganz viel um das Thema Kunden gehen. In deinem Haus liegt hier nämlich der Turm. Der Turm kann sich hier um eine berufliche Selbstständigkeit handeln oder auch um das Thema Unternehmen, in dem du tätig bist. Der Turm steht aber im Großen und Ganzen auch für das Thema Rückzug, Distanz. Und vielleicht hast du dich hier in der Vergangenheit so ein bisschen auch zurückgezogen und jetzt gehst du hier wieder mehr in die Öffentlichkeit. Das ist zwar momentan noch so, dass sich das Ganze ja auch so ein bisschen belastet, dass du noch nicht so ganz sicher bist, inwiefern du dich momentan wieder in die Öffentlichkeit begeben möchtest, ob du hier halt auch einfach noch diesen Rückzug für dich brauchst. Aber letztendlich ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass du hier versuchst, dich einfach wieder mehr rauszubegeben, ne? Aus Rückzügen raus und wieder einfach mehr unter Menschen zu gehen. Du hast hier in der Vergangenheit, so nehme ich es wahr, dich viel mit dem Thema Eigenverantwortung, deinem inneren Erwachsenen oder halt wirklich auch dem Thema Trennung und Distanz viel Gewicht gegeben. Also es war hier ein wichtiges Thema. Weil im Turm selber liegt hier die männliche Hauptperson, das könnte jetzt ein Herzmensch sein, ein Partner, ein Ehepartner, wie auch immer. Und hier bei diesem Herzmensch liegt einfach hier momentan im eigenen Haus die Blockade und der Herzmensch liegt im Haus des Turmes, was auch hier für eine Distanz-, Rückzugs- oder Trennungsenergie stehen kann. Vielleicht hat man ja auch einfach momentan nicht so diese Nähe und diese Verbindung, die es eventuell braucht oder die man sich hier wünscht. Ihr schaut euch trotz allem hier im Kartenbild an. Also die Verbindung ist nach wie vor da, aber es kam hier in der Vergangenheit eher auch zu einem gewissen Kummer auf der Herzebene und das Thema Partnerschaft, ne, zeigt sich hier eher momentan auch wirklich mit Verzögerungen, mit nagenden Gedanken, mit Ängsten. Ne. Im Haus der Partnerschaft liegt der Blumenstrauß, im Blumenstrauß wiederum die Mäuse, den Mäusen das Herz und im Herz wiederum der Ring. Ne, und hier im Ring wieder der Blumenstrauß. Also ich nehme das so ein bisschen wahr, dass das Thema Liebe hier momentan bei den Skorpionen eher mit einem gewissen Kummer ist. Aber nicht unbedingt, weil die Liebe hier nicht mehr vorhanden ist zwischen zwei Menschen, sondern eher nehme ich es so wahr, dass hier gerade jeder so ein bisschen auch mit sich selber beschäftigt ist, auch prüft, gerade dein Gegenüber für sich prüft, Verantwortung für die eigenen Emotionen zu übernehmen oder überhaupt erstmal zu prüfen, was fühle ich eigentlich in die Richtung von dir. Und dieses Geschenk der Partnerschaft, der Verbindung, die liegt hier ganz schön mit Kummer und Ängsten behaftet. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es so bleibt. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass es hier Veränderungen im Bereich der Verbindung geben wird. Sicherlich mit gewissen Verzögerungen, weil hier auch ein Vertrauen neu aufgebaut werden darf. Aber letztendlich liegt ja hier auch wieder am Ring der Neubeginn mit den Veränderungen und dann auch das Thema Stabilität und Öffentlichkeit über die Häuserstellung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch eine Verbindung, die eventuell momentan noch nicht öffentlich gemacht ist, hier tatsächlich in eine gewisse Öffentlichkeit, ja, in die Anerkennung, in die Öffentlichkeit sich wandeln wird. Ich nehme das auch so ein bisschen so wahr, dass hier auch ein Gleichgewicht einfach nicht gegeben ist in der Liebe oder zwischen zwei Menschen. Und dass es hier einfach gerade noch mit einigen Ängsten und Unklarheiten und Blockaden verbunden ist. Die Blockaden, die empfinde ich aber persönlich so, dass die ja eher darum gehen, inwiefern übernehme ich Verantwortung für mich selber als autonomes und authentisches
Ja, Wesen tatsächlich. Na, also ich denke eher, man prüft hier genau, okay, auch wenn man hier sich zueinander gebunden fühlt, ist trotzdem auch jeder für sich selber unabhängig. Und diese Verbindung zwischen diesen zwei Menschen hier, die wird gerade geprüft. Aber man übernimmt auch Verantwortung. Ich habe auch so das Gefühl, dass diese Zweifel und Ängste auf emotionaler Ebene hier, Entscheidungen, die eventuell auch momentan noch nicht getroffen wurden, hier letztendlich bald getroffen werden, weil einfach diese Unsicherheiten und Ängste sich auflösen werden. Ne? Bestimmte Gespräche verlaufen hier zwar ab und an so ein bisschen im Sande, auch wenn man hier über Emotionen spricht, ist auch die Gefahr groß, weil die Fische stehen auch für eine sich auflösende Energie, dass es doch manchmal noch sein kann, dass hier eben über gewisse Emotionen oder Situationen eben nicht gesprochen wird. Die Blockaden, ne, gehen ja aber auf die Sonne und das Kleeblatt geht auch hier gerösselt auf die Blockade. Und das ist für mich halt auch ganz oft der Hinweis, dass sich hier Hindernisse und Herausforderungen auch immer mehr auflösen, beziehungsweise dass man hier auch Herausforderungen gemeinsam bewältigt. Wenn du dich jetzt in einer Verbindung befinden solltest, wo eventuell auch noch eine dritte Person eine Rolle spielt, dann ist hier diese dritte Person hier im Haus des Mondes. Das heißt, diese Person beschäftigt sich auch hier ganz viel mit den eigenen Emotionen und Gefühlen. Man spürt hier, dass halt eine gewisse Harmonie oder Balance nicht mehr gegeben ist und man setzt sich hier auch mit dem Thema Partnerschaft auseinander und stellt sich halt die Frage, inwiefern mache ich mir etwas vor, dass diese Verbindung eigentlich noch stabil ist, ne? Weil da liegt hier am Hund auch der Fuchs und diese dritte Person schaut hier aus dem Kartenbild raus, ne? Diese Entscheidung, dann hier eventuell eine Partnerschaft aufzulösen, ihr Lieben, ne? Das liegt mir hier momentan eher noch mit viel Geduld und schwankender Energie. Aber zumindest fängt dein Gegenüber hier an, Verantwortung zu übernehmen, egal in welcher Situation du dich jetzt hier in der Liebe befindest. Was ich sehr spannend und auffällig finde bei den Skorpionen, sind hier die häuslichen Veränderungen. Also hier liegen neue Chancen, Möglichkeiten, hier liegen definitiv häusliche Veränderungen angezeigt. Das kann zwar jetzt lediglich bedeuten, dass man vielleicht renovieren möchte, sich neue Schlafzimmer zulegen möchte, wie auch immer, aber es ist tatsächlich auch möglich, dass man sich hier entscheidet, neu umzuziehen oder in ein Haus zu ziehen, eine neue Wohnung, wie auch immer. Also das liegt mir hier sehr, sehr auffällig bei den Skorpionen, dass hier definitiv sich neue Veränderungen im häuslichen Bereich aufzeigen. Ja, es kann auch sein, dass hier bewusst ein Vertrag gelöst wird im häuslichen Bereich, und dann hier auch, dass einfach auch etwas Neues dazukommt. Ansonsten nehme ich das auch so wahr, dass ihr hier wirklich für euch sehr, sehr stark prüft, ne? Auch das Thema Unklarheiten, schicksalhafte Veränderungen, Belastungen mit den Veränderungen. Wie komme ich hier meine Stabilität und Sicherheit? Wie zeige ich mich im Außen? Na, wo blockiere und hemme ich mich auch selber noch? Und da wird im Frühjahr ja einiges auch an Klarheit auf euch zukommen, sowie auch plötzliche Eingebung. Ihr geht hier ganz klar in eine Verantwortung. Die Sense geht hier auf die Sterne, was für mich auch für Geistesblitze und Eingebung steht, dass man hier dann auch aktiv wird, sicherlich ja auch mit gewissen Umwegen, aber man wird hier auf jeden Fall für sich aktiv. Was mir auffällt bei den Skorpionen, ihr Lieben, Thema Augen, ne? Also lasst ja auf der gesundheitlichen Ebene ruhig mal eure Augen prüfen, weil es kann hier gut sein, dass die Sehkraft hier nicht mehr so die stärkste ist, dass hier die Augen sehr trocken sind, dass man so das Gefühl hat, immer einen Schleier vor den Augen zu haben. Also lasst hier ruhig auch mal eure Augen prüfen, ihr Lieben. Ne? Also die Tränenflüssigkeit hier ist mir definitiv da, haut irgendwas nicht hin. Oder ist es tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, nicht mehr richtig schauen zu können. Ansonsten dürft ihr auch darauf achten, auf der gesundheitlichen Ebene immer genug zu trinken. Das liegt mir hier auch momentan ziemlich blockiert. Also schaut wirklich drauf, dass ihr euren Körper gut mit Wasser und gesunder Flüssigkeit versorgt. Ne? Wenn ich jetzt mal schaue auf der beruflichen Ebene, mir liegen hier so einige Zweifel, Unsicherheiten, wenn es auch um das Thema Entscheidung geht. Da liegen mir so ein paar Stillstände angezeigt. Das Thema Arbeit ist, kann sich ja auch noch mal um Aus- und Weiterbildung handeln, mit denen ihr euch so ein bisschen auseinandersetzt, wo aber noch so ein paar leichte Konflikte oder Unebenheiten, also Disbalancen sind bezüglich der Finanzen.
Aber hier ist es letztendlich so, dass die berufliche Thematik auch mit einer gewissen Stabilität, auch Neubeginn und positiven Veränderungen gekennzeichnet sind, sodass diese Unsicherheiten in der Vergangenheit letztendlich aus dem Kartenbild auch rausgehen. Für all diejenigen, die jetzt selbstständig sind, die Selbstständigkeit, da finde ich es ziemlich interessant. Da lösen sich Blockaden auf, da kommt neuer Wind, neue Aktivität, neuer Erfolg rein, neue Beständigkeit. Aber hier kann es auch noch mal Konflikte oder Gespräche bezüglich Verträgen geben oder das Thema Finanzen. Es kann auch sein, dass man sich hier beruflich, wenn ihr jetzt selbstständig seid, beruflich auch häuslich verändert oder die Umgebung, in der ihr selbstständig tätig seid, hier noch mal verändert, weil es irgendwelche Konflikte im Bereich von Mietverträgen oder Kooperationsverträgen oder Partnerverträgen. Das kann sein, dass sich das hier über die Frühjahrszeit noch mal zeigt. Und dass ihr dann nochmal Entscheidungen treffen dürft, inwiefern geht ihr in die Eigenverantwortung, in die absolute Selbstständigkeit und löst euch hier eventuell von Geschäftspartnern oder gemeinsamen Mietverträgen oder wie auch immer. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass ihr wirklich anfangt, hier eine ganz klare Verantwortung für euch selber zu übernehmen. Ihr kommt hier, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon erwähnt, auch in bestimmte Klarheiten für euch, ne? Und die Finanzen, die machen euch hier noch ein paar Sorgen. Aber auf den Finanzen liegt hier auch mehrere Einnahmemöglichkeiten. Also es kann sein, dass du hier, auch wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, über die Frühjahrszeit ja auch noch ein zweites Einkommen irgendwo sicherst. Und wenn du selbstständig bist, würdest du hier laut Kartenbild auch die Möglichkeit haben, deine Selbstständigkeit für dich zu erweitern. Im Haus der Finanzen liegt die eigene Finanzkarte zwar oben drüber, noch so leichte Herausforderungen und Blockaden. Das liegt aber eher auch daran, dass hier vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht konntest du auch in der Vergangenheit nicht so viel arbeiten, wie du dir das vorgestellt hast. Du darfst natürlich prinzipiell immer gut auch in die Selbstfürsorge gehen, wenn es um deine Gesundheit geht, ne? Es ist aber auch gut möglich, dass du hier eine gewisse Energie und eine gewisse Vielfalt oder gewisse Projekte oder Ideen, die du hattest, in der Vergangenheit nicht so ausleben konntest. Und das ist ja das, was ich gerade schon sagte. Da wird dann hier aber im Frühjahr werden nochmal Entscheidungen getroffen, wo du dich dann auch von hemmenden Energien oder Geschäftspartnern befreien wirst, sodass das Geld ja dann auch in einen Fluss kommt. Es kann zwar, wie gesagt, sein, dass hier eine Einnahmequelle für dich sich auflöst, aber letztendlich sich dann eine neue Möglichkeit zeigt. Also das ist hier, finanziell liegst du hier stabil, hier liegt auch noch Geld, von dem du noch nichts weißt. Also da kommt auf jeden Fall, da ist schon auch der Fluss da. Und wie gesagt, diese Blockaden hier, die lösen sich durch die Sonne letztendlich auch wieder auf, weil hier bestimmte Unsicherheiten waren in der Vergangenheit, Entscheidungen, die du eventuell nicht getroffen hast. Diese Unsicherheiten lösen sich aber auf. Ich habe auch hier für all diejenigen, die spirituell tätig sind, auch nochmal zusätzliche Dinge, die man einfach für sich noch dazu nimmt, wo man letztendlich den Kundenkreis, ne, und das finde ich hier sehr, sehr spannend. Die Selbstständigenkarte geht hier hoch. Da liegt die Sonne mit dem Glück auch drauf, dass hier sich auch der Kundenkreis ganz klar erweitert, weil du hier noch irgendwas Neues dazu nimmst. Du erweiterst dich auch in den Ressourcen, die du anderen zur Verfügung stellst. Und das Thema Liebe und Partnerschaft, ne, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also da, wo es momentan Herausforderungen gibt in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in der Liebe, ich habe eher das Gefühl, dass es hier nicht zwangsläufig zu einer Trennung kommt, wenn es ist vielleicht maximal eine Pause, eine Beziehungspause und dass ihr die Zeit hier nutzen werdet, dass jeder für sich in die eigene Verantwortung geht, ne, dass man hier gemeinsam reift, ne, dass man sich transformiert. Und über Umwege kommt man dann auch hier zu neuen Erkenntnissen und zu einem neuen Wachstum. Was mir auch auffällt, ihr Lieben, dass, wie gesagt, dieses Thema Partnerschaft und Verbindung hier dann auch auf einer völlig neuen Ebene gelebt wird. Also wenn ihr hier diese Zeit für euch auch schafft, gemeinsam, dann werdet ihr eine neue Verbindung leben, ja, die wirklich jedem Sturm ja, trotzen kann. Ne? So, ich lasse jetzt mal hier noch eine Tarotkarte springen als Überschrift für die Skorpione. Guckt mal, gibt's ja nicht. Damit die Kraft. Löwe-Energie. Vielleicht hast du selber irgendwo Löwe im Chart, ne? Als Aszendent, Mond, Mars, Venus-Zeichen.
Hier haben wir die Kraft. Es geht darum, auch deine Energie, die du hast, hier zu zähmen, beziehungsweise aktiv zu werden, auch in deine Kraft und Stärke zu kommen, es aber nicht zu übertreiben. Und an der Unterseite haben wir hier, wie ich das vorhin schon sagte, auch die drei Stäbe. Es geht hier darum, dass die Sonne in Witterenergie, es geht darum, bestimmte Dinge genau zu überprüfen, wo möchte man hin. Aber ihr habt auch hier schon einiges erreicht, ne? Also es geht auch um ein gesundes Fundament und jetzt sich wirklich auch Gedanken zu machen, wo möchte man hin? Ist ja das, was ich ja auch vorhin mit dem Bereich der Selbstständigkeit sagte. Also ihr habt hier wirklich gute Chancen und Möglichkeiten, im Frühjahr neue Dinge auch zu manifestieren, neue Dinge dazu zu nehmen, um euch auch zu erweitern, euer Wissen zu erweitern, ne? Hier im Bereich von Weiterbildung, Zusatzbildung etc. Also ihr geht hier wirklich in eine völlig neue Energie. Ihr kommt wieder in eure Kraft und Stärke und habt hier, wie gesagt, auch die Chance, neue Dinge für euch ins Leben zu rufen. Ihr wachst, ne? Also ich habe so das Gefühl, im Frühjahr, die Skorpione werden enorm wachsen, ne? So, jetzt lasse ich mal für meine lieben Skorpione hier noch ein Krafttier springen. Welches Krafttier ist denn an der Seite meiner lieben Skorpione im Frühjahr 2023? Da haben wir hier das Krokodil. Transformation, das gibt es ja nicht. Und guckt mal, euer Herrscherplanet ist der Pluto, der ja auch für Stirb und Werde steht. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden Heilung. Das ist das, was ich vorhin sagte. Ich habe das Gefühl, ihr befindet euch hier wirklich in einem enormen Transformationsprozess. Und guckt mal an der Unterseite. Passender könnte es wieder nicht sein. Der Schmetterling, die Metamorphose, gibt dich vertrauensvoll der Wandlung hin. Die Veränderung wird glücklich verlaufen und dir viele neue Möglichkeiten schenken. Mensch, meine lieben Skorpione, Wahnsinn, ne? Ganz, ganz tolle Energien und wie wir auch hier wieder sehen, ganz viel Grün. Das ist auch das, was ich hier vorhin sagte, auch diese Heilung. Und wie gesagt, lasst einfach auch mal eure Augen checken, ne? Weil die Augen machen sich auch oftmals so ein bisschen bemerkbar, wenn man vielleicht längere Zeit irgendwo nicht hinschauen wollte, dass ihr für euch auch wieder einen klaren Blick bekommt. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Frühjahr 2023. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob diese Legung stimmig für euch war. Fühlt euch alle gedrückt und hoffentlich bis bald. Eure Helene.